Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Teil der Unity 3D Tutorial-Reihe. Zunächst einmal muss ich euch sagen, dass ich aus Versehen das alte Projekt gelöscht habe, beziehungsweise unbrauchbar gemacht habe. Ich habe nämlich im letzten Tutorial die Unity 3D 3.5 Version verwendet, die Open Beta, die auf der Unity-Seite erhältlich ist. Und ja, die ist dann irgendwie mal abgestürzt, also scheint noch nicht ganz so ausgereift zu sein. Und jetzt habe ich eben wieder die aktuelle Version. Und das Projekt habe ich halt schon upgraded, so. Und ja, deshalb kann ich das nicht mehr verwenden. Was ich jetzt gemacht habe, ich habe einfach ein neues Projekt erstellt. Hier unseren Player schon einmal in einem Prefab gespeichert. Das entsprechende Player Script zeige ich euch einmal, das wir hier haben. Ich habe hier wieder einmal die öffentliche Variable Speed. Dann habe ich einen privaten Vector 3 Motion erstellt, der standardmäßig auf Vector 3 0 gesetzt ist. Damit wir den auch später von anderen Methoden auf diesen Vektor zugreifen können, falls wir noch irgendwelche Items programmieren, mit denen man dann zum Beispiel schwebt oder so. Dann habe ich hier eine private Eigenschaft erstellt, die mit der Methode getComponent eben den Character Controller zurückgibt. Das heißt, hiermit können wir auf unseren Character Controller zugreifen mit dieser Methode, mit dieser Eigenschaft. GetComponent ist klar, ist eine generische Methode. Das heißt, wir müssen dieser Methode neben ihren Argumenten auch noch einen Typ übergeben. Und dieser Typ ist eben Character Controller. Und was diese Methode jetzt einfach macht, ist, sie gibt die Komponente zurück, die sich an diesem Game Object eben befindet und vom Typ, ja, dieses Typs halt ist, der eben hier übergeben wird. Dann die Methode Move wird mo dieser Motion Vektor einfach ein neuer We 3D-Vektor zugewiesen, der auf der X- und Z-Achse jeweils sich über Input.Get-Axis den Wert von der horizontalen Achse und der vertikalen Achse holt, je nachdem, ob es jetzt X oder Z ist. Und dann wird dieser Motion Vektor einfach mit dem Speed hier oben multipliziert. Und dann vollzieht eben der Controller einen Simple Move mit diesem Motion Vector. Das Ganze sieht in Aktion folgendermaßen aus. So. Und heute möchte ich euch etwas über das Parenting erzählen. Am Beispiel des Players und des Pointlights. Wir können ja hier Objekte quasi übereinander ziehen. Das sehen wir, wenn wir hier einfach mal diesen Cube zum Beispiel ziehen. Und jetzt kann ich zum Beispiel mein Point Light. Ups, was war das jetzt? Ah, ich glaube, das lag an meiner Maus. Die ist ein bisschen komisch. Ich mache das Ganze mal rückgängig hier. Mal wiederfinden. So. Und ich kann jetzt hier dieses Point Light erstmal über den Player ziehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel möchte, dass der Player in Szene gesetzt wird, zum Beispiel, das könnte man vielleicht besser an einem Spotlight demonstrieren, aber ich möchte, dass die Umgebung auch ausgeleuchtet wird vom Player und benutze deshalb ein Point Light. Und ja, jetzt möchte ich, dass dieser Spieler immer beleuchtet wird, dass dieses Licht ihm quasi folgt. Jetzt könnte ich natürlich ein Skript schreiben, was die Position dieses Lichtes immer der Position dieses Spielers gleichsetzt, mit jeder Update-Methode und dann eben vielleicht der Y-Achse noch was dazu addiert. Aber ich kann auch viel einfacher das Ganze machen, indem ich dieses Point Light einfach über diesen Spieler hier ziehe und loslasse. Dann wird mir hier angezeigt, ich verliere hier dadurch mein Prefab durch diese Aktion. Das heißt, jetzt diese Verbindung zwischen diesem Objekt hier, zwischen diesem Player-Object und dem Player-Prefab aufgelöst wird, weil jetzt hier eben, wenn ich auf Continue klicke, ein neues Objekt hinzukommt. Ich kann dieses Player-Objekt jetzt hier öffnen. Und das Point Light ist jetzt hier diesem Player untergeordnet. Wenn ich das Ganze jetzt ausführe und meinen Player jetzt bewege, dann folgt ihm dieses Licht immer. Weil jetzt alle Änderungen des Transforms dieses Players auf alle ja, untergeordneten Objekte übertragen werden. Das heißt, wenn die Position des Players geändert wird, ändert sich auch die Position des Point Lights. Und dieses Transform hier des Point Lights ist jetzt nicht mehr bezogen auf die gesamte Welt, sondern auf das im übergeordnete Objekt. Das heißt, es wird zu einem relativen
zu einer relativen Transformation. Das bedeutet nichts anderes, als wenn wir hier zum Beispiel die x- und y-Position auf 0 setzen, dann die x- und z-Position natürlich, dann wird sich dieses, dieses Pointlight nicht mehr auf die Position 0, 0, 0 innerhalb der Welt positionieren, sondern auf 0, 0, 0 sowieso nicht, weil es hier noch einen y-Wert hat, den ich jetzt zur Einfachheit halber einfach auf 3 setze und nicht auf irgendwelche Komma-Werte. Das heißt, dieses 0, 3, 0 bedeutet jetzt nicht, dass es innerhalb der Welt auf 0, 3, 0 ist, denn ich kann jetzt hier einfach mal auch im Editor dieses Spielobjekt ziehen und jetzt sehen wir ja hier schon, das Licht hat sich auch in der Position verändert, hat auch seine Position verändert, aber im Transform sehen wir, die Position ist immer noch 0, 3, 0. Das liegt einfach daran, dass jetzt immer diese Transformation relativ zum übergeordneten Objekt ist. Das heißt, auf der X-Achse unterscheidet sich die Position dieses Pointlights von der Position dieses Players um 0, auf der Y-Achse um 3 und auf der Z-Achse um 0. Das ist eigentlich schon der ganze Trick dabei. Und so kann ich wesentlich einfacher auch im Skript mit sowas arbeiten. Das heißt, wenn ich hier durch dieses Skript eben, wie gesagt, die Transformation des Player-Objekts, also des übergeordneten Objekts, ändere, dann wird das automatisch für die untergeordneten Objekte übernommen. Und das ist eben sehr schön, zum Beispiel solche Lichteffekte zu programmieren. Was wir auch machen können, ist, wir können die Main-Camera dem Player unterordnen, die dann noch etwas besser positionieren, vielleicht ein bisschen rotieren noch. Und jetzt wird es hier auch klar, wir haben jetzt hier diese Transformationsobjekte auf Local gesetzt. Das heißt, jetzt haben wir hier eine lokale Transformation für also diese lokalen Anfasser, diese lokalen Achsen hier, mit denen wir hier diese Kamera bewegen können. Das heißt, die Rotation wurde jetzt mit berücksichtigt und wir haben jetzt hier immer noch eine leicht rotierte Y-Achse. Wir können das hier aber auch wieder auf Global setzen, um hier wieder die globalen Achsen zu bekommen. Was hier in unserem Fall jetzt besser ist, weil ich möchte das jetzt hier nur so ein bisschen rotierend hochziehen und eben diese Kamera schön positionieren, die jetzt hier eben auch dem Player untergeordnet ist. Ich kann die also immer noch bewegen, nur jetzt wird halt immer das relative Transform geändert. Ich möchte, dass es sich auf der X-Achse nicht vom Player unterscheidet, damit wir hier eben diesen schönen Folgeeffekt haben. Wenn ich das Ganze jetzt ausführe, dann sehen wir, meine Kamera folgt meinem Spieler, egal wohin der geht. Ich schraube mal von dem Spiel den Speed noch ein bisschen hoch, die Geschwindigkeit. Jetzt haben wir, ohne irgendwie ein Bewegungsskript für die Kamera zu schreiben, einfach ganz klar festgesetzt, dass die Kamera dem Spieler folgen soll. Und so zum Beispiel einen Ansatz für ein Third-Person-Spiel geschaffen. Zugegebenermaßen ist das jetzt nicht ideal, weil wenn der Spieler sich jetzt zum Beispiel rotieren soll, wird das auch mit berücksichtigt, aber es gibt natürlich auch Problemfälle, die wir später noch behandeln werden, wenn sich dieser Spieler, das werden wir dann später sehen, das ist jetzt erst noch ein bisschen zu kompliziert. Aber an sich ist das eine sehr gute Lösung, weil eben auch Rotation, wenn ich den Spieler jetzt hier rotieren würde, mit berücksichtigt werden. Ich kann jetzt ja mal um die Y-Achse 90 rotieren, 90 Grad, und wir sehen, das Ganze funktioniert jetzt hier noch. Allerdings ist jetzt unser Movement hier ein bisschen kaputt gegangen. Das ist eben das Problem, welchen wir uns dann später stellen werden. Das hat jetzt aber kein Problem mit diesem Parenting, sondern eben ein Problem des Skripts. An sich ist das aber schon mal eine sehr schöne Sache, dass wir eben einfach unsere Objekte, die zusammengehören, hier unter einem Objekt zusammenfassen können und dann eben diese relative Transformation erhalten, die eben relativ zum übergeordneten Objekt ist und nicht mehr zur Welt, und wir so auch im Skript viel leichter mit dem Ganzen arbeiten können und dieses Ganze beeinflussen können. Ich hoffe, euch hat dieses Tutorial gefallen. Bis zum nächsten Mal.